Wisst ihr, die ganzen Sachen, alleine schon im Beatboxing und so, mit DJ Mazer. Wir haben irgendwie unsere kleine deutsche Meisterschaft im Icon großgezogen, sind dann in die Kaltscheune gegangen, haben verschiedene Länder besucht. Und jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass Maxim die ganzen Sachen von da oben gesehen hat, weil wir haben uns die ganze Zeit die Pläne damals zusammen geschmiedet. Und Mazer, wo bist du? Komm mal kurz nach vorne. Da bist du.
Hört mal jetzt einfach, gebt euch mein Ohr jetzt, was DJ Mazer für euch vorbereitet hat. Seid ihr down mit DJ Mazer? Ich hab euch gefragt, seid ihr down mit DJ Mazer? Ich finde den ganz super und ganz klasse bei euch. Mir ist es wichtig, dass damals irgendwie so, ihr habt die sehen, die Leute haben ja kommen nur Luft auf der Bühne, alle haben eine Hefewampe und so. Und für mich ist ganz wichtig, dass es immer Musikrichtungen damals gab, die heute irgendwie ja nicht mehr gehört wird, beziehungsweise jetzt neuerdings doch etwas wieder im Kommen ist. Und für mich war diese Schweigeminute gerade nicht nur für Maxim, sie war für Typhoon, sie war für Mofa, sie war für Kobold. Die war für Armin Lee. Kennt ihr diese Leute alle noch? Und viele, viele mehr. Diese Schweigeminute und deswegen mein Set. Haben wir was vorbereitet. Viel Spaß bei meiner Miami Bass Show. Und gib mir bitte ein bisschen Saft da draus für die Kinder. Da kommen richtig viele Sachen auch erst zugleich. Einkomposition und flinke Finger. Noch ein bisschen Dampf nach außen, bitte. Happy Birthday, Imperial Nation Berlin! Wenn wir die ersten Kontakte gemacht haben mit West Berliner Hip-Hop Crews und mit, auch mit westdeutschen Hip-Hop Crews, da kannten die Downtown Lyrics, das war schon sehr geil, irgendwie war die Ed Mauer zu und die kannten Downtown Lyrics aus Ostdeutschland. Und für uns natürlich ganz wichtig, hier ein paar Leuten zu danken, ein paar Leuten, die ihr alle kennt und ohne die auch ein Real Dope Thing wahrscheinlich nicht so sich entwickelt hätte und existent gewesen wäre. Und das sind natürlich die Leute von Rock the Most. Ja. Rock the Most war für uns der erste Kontakt. Und die haben uns sofort mit offenen Armen empfangen. Da war nichts von wegen mit irgendwie Konkurrenz und hey, ihr aus dem Osten, ihr habt doch keine Ahnung und so. Sondern nein, da war sofort Liebe da. Und wir danken ganz besonders natürlich Roscoe. Er hat uns mit Funky Drummer Production, ich weiß nicht, 89 oder was, oder 90, den ersten Track beschert, Rumors damals. Und wir danken natürlich auch Blackie. Ich weiß nicht, ob Blackie das weiß. Lass mich dir mal eine Frage stellen. Wo waren so die ersten Locations, so, wo ihr denn aufgetreten seid? Habt ihr im Palast der Republik was klar gemacht? Palast der Republik, genau, Rock the Most. Komm mal, erzähl mal ein bisschen. Im Palast der Republik, Alter. Da blutet einer das Herz, Alter, wenn das Gebäude heute gar nicht mehr steht, Alter. Und du guckst halt nicht so, Alter, in diesem Skelett haben wir damals sind wir aufgetreten. Von Blackie mein erstes Rhyming Dictionary geschenkt bekommen, Alter. Rhyming Dictionary, damit habe ich einen Text geschrieben. Okay, ihr seid hier, um ein bisschen Musik zu hören, nicht so viele Geschichten. Auf Wiedersehen im Haus.